Hallo, heute schauen wir Vectrex Overlay Folie nachmachen an. Und zwar haben wir hier eine Vectrex Folie vom Game Berserk. Das ist das Original. Die Qualität ist natürlich mega cool. Leider bringe ich das nicht so gut her. Ich bringe es gerade mal etwa so her wie das Solar Quest. Das sieht jetzt hier im Bild auch nicht so schlecht aus. Nur die Farben sind einfach weniger satt. Ja. Ich habe da schon ein paar so Folien gemacht, wie man dahinter sieht. Wenn ich das mache, ist einfach, im Internet findet man die Overlays gut. Zum Beispiel habe ich da eins vom Spinball, ich haue das in das Word rein. Gebe dort die richtige Größe an, und zwar unter Grafik formatieren, Größe, Breite gebe ich da mal 16,4. Die Höhe macht es mir automatisch 20,9, das stimmt so. Ich soll das drucken auf meinem Farbdrucker. Dort habe ich irgendwie als Qualität Fotipapier eingestellt. Man kann auch Folie machen, aber das habe ich gefunden, kommt nicht so gut. Er druckt es eher ein bisschen zu hell. Ja. Mal schauen, wie das da aussieht. Er macht das natürlich relativ langsam, oder? Ja, jetzt erstmal vorbereiten. Toner erhitzen dann. Ja, also, das ist das Resultat, so wie es heute aussieht auf dem Bildschirm. Jetzt fährt er einfach drücken, relativ langsam. Yeah, oh, das sieht aber gut aus. He? So, Spinball, also das Flipperspiel. Es gibt Farben, die sind besser, es gibt Farben, die sind weniger gut. Das kann ich euch dann später zeigen. So, jetzt hätten wir jetzt erstmal die Folie. Als nächster Schritt kommt eben das Anmalen. Alles, was undurchsichtig sein sollte, den wir auf der Rückseite mit weißer Farbe anmalen. Ja. Es gibt auch andere Methoden. Es gibt Leute, die machen Schablonen und dann nachher weiß sprayen. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig, ehrlich gesagt. Ich drücke jetzt noch ein paar weitere Folien aus und dann fange ich an zu malen, bis später. So, als nächstes geht es das Malen von den weißen Rändern. Für das habe ich so Garandasch weiße Farbe genommen. Habe ich schon mal ein bisschen auf das Papier ausgelegt, einen feinen Pinsel. Dann haben wir Star Castle Overlay. Wichtig, wie ich vorher gesagt habe, man sollte dann die ganze Folie kehren, damit auf der Rückseite die weißen Stellen gemalt werden. Das ist jetzt eher eine leichtere Folie, wo man da relativ grob am Rand kann entlangfahren kann. Hier bei der Schriftzeug, da beim Logo. Und den ganzen Rand kann man malen. Mal schauen, ob ich das einhändig kann. Da mal ein bisschen Farbe. Da schön grob malen. Das Ganze muss dann recht dicht sein. Sonst sieht man es dann auf der anderen Seite. Mhm. So, haben wir jetzt mal die erste Folie gemalt. Sieht hinten dran. Sieht schon ziemlich komisch aus. Aber von vorne. Eigentlich genau so, wie es ausgesehen hat, mit dem weißen Rand. Alles, was jetzt darüber auslampert, wird nachher am Schluss eh abgeschnitten. Von dem her spielt da gar keine Rolle. Ich male jetzt noch ein paar weitere Folien, später tue ich dann noch laminieren. Genau. Ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Folien mit der weißen Farbe bemalt. Jetzt geht es ums Laminieren. Das da vorne, das ist ein Laminiergerät. Das tut einfach mit einer speziellen Folie, die man in einer Papeterie oder so bekommt, tut sie die Folie zusammenschweißen. Und zwar ist das auch durchsichtig. Und die erste Folie, die ich vorher bemalt habe, ist so eine Tasche rein. Das muss man wirklich vorsichtig sein und auch schauen, dass die Farbe schon trocken ist. Aber weil ich jetzt schon 8 von denen gemalt habe, wird die schon definitiv trocken sein. Schauen, dass das Gerät parat ist, wenn da die grüne Lampe leuchtet. Mit der Öffnung nach vorne rein drücken. Ja. Das Ganze nachher dann laminieren lassen. Genau, davor habe ich noch ein weiteres vorbereitet. Ja. Da sieht man auch, wie das mit dieser weißen Farbe ist. Oder? Alles, was jetzt hier weiss ist, habe ich von hinten angemalt.
wird dann nachher alles, was da über den roten Rand rauskommt, wird nachher abgeschnitten. Dann ist die Folie quasi schon fertig. Dann kommt das da auf der anderen Seite raus. Ja, das kommt gut. Vorher, wo man dann die Folien ausgedruckt hat, hat es noch etwas komisch ausgesehen mit der Farbe. Aber nachdem dass es laminiert worden ist, sieht die Farbe irgendwie besser aus, habe ich feststellen. Genau. Im Vergleich zu den Originalfolien sind sie natürlich immer noch etwas schlabberig. Aber sie haben genug Festigkeit, damit sie nicht aus dem Gerät rausspringen. Genau. Wunderbar. So, jetzt tun ich sie dann später noch ausschneiden. Und nachher dann zeige ich es mal im Test. So, jetzt habe ich die Folien ausgeschnitten und schon mal reingetan. Man sieht ja wirklich, es funktioniert recht gut. Wir haben blau, rot und gel. Ja, also einhändig spielen ist ein bisschen schwer. Durch das Spiel Star Castle sicher auch mal vorstellen. Aber ihr seht, es geht recht gut. Ich habe auch noch weitere laminierte Folien, die ich später noch ausschneiden. Und auch von diesen Spielen wird es dann später mal noch ein Let's Play geben. In dem Fall, man sieht sich wieder. Ciao zusammen.